In diesem Video geht es um diese spannenden Dinger hier. Das sind, ja, ist etwas, was man benutzt, um einen Schraubenzieher zu magnetisieren oder zu entmagnetisieren. Und was spannend an der ganzen Geschichte ist, erstmal, gut, die beiden sehen verschieden aus, aber ich habe irgendwann mal im Physikunterricht gelernt, entmagnetisieren kriegt man hin durch Erhitzen oder Fallen lassen. Irgendwie muss man halt diese Elementarmagnete, so wie man sich das in der Modellvorstellung halt entsprechend vorstellt, wieder durcheinander bringen. Und hier passiert das Ganze, indem ich das hier einfach mal kurz hier reinstecke. Das ist interessant. Jetzt ist die Frage, wie funktioniert denn das Ding eigentlich? Gucken wir erst einmal, was das überhaupt macht. Magnetisieren. Ich stecke meinen Schraubenzieher rein. Ich habe hier ganz viele Büroklammern. Sie halten. Dann entmagnetisieren. Hoppla. Ja. So ein ganz klein bisschen ist er noch magnetisiert, aber im Vergleich zu vorher, wo er hier alles hochhebt, ja, jetzt ist er ordentlich entmagnetisiert. Ist schon interessant. Ich habe jetzt mal spaßhalber natürlich gleich mehrere von den Dingern gekauft, weil da sind dann doch ein paar Sachen interessant. Und zwar fangen wir mal damit an, dass ich hier magnetisiere. Ist klar, hat wunderbar funktioniert, ja. Stell den mal beiseite und nehme ich hier mal den roten. Der hat hier auch ein Entmagnetisierteil. Jetzt stecke ich das hier in den roten rein. Funktioniert nicht. Jetzt stecke ich das wieder in den blauen rein. Ist entmagnetisiert. Das heißt, ich kann mit dem, wo ich es sozusagen magnetisiert habe, muss ich es auch wieder entmagnetisieren. Schauen wir mal, ob wir noch was experimentieren können. Ja, gut, wir haben hier. Jetzt ist überall das Entmagnetisierteil oben. Jetzt versuche ich, die mal zusammenzubringen. Die stoßen sich offensichtlich ab. Andersrum, ja, stoßen sich ab. Jetzt probiere ich das Gleiche mit dem roten. Entmagnetisierteil ist jeweils oben. Aha, zieht sich an. Das ist ja interessant. Das heißt, die sind tatsächlich offensichtlich verschieden. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie ist das Magnetfeld orientiert? Das wird von dieser Seite angezogen. Jetzt müsste, genau, das von dieser Seite abgestoßen werden. Das zieht sich an. Also die scheinen tatsächlich verschieden zu sein. Jetzt ist die Frage, wie sind die Magnete da drin orientiert? Und wenn hier unten scheint der Pol am größten zu sein, ich kann das ja mal hiermit demonstrieren. Ups, wenn ich die beiden Magnete zusammenbringen möchte, das funktioniert. Das funktioniert nicht. Ich vermute, beziehungsweise kann eigentlich ziemlich sicher sein, dass hier Magnete drin sind, und zwar derart, dass die hier grün und grün, aha, und hier oben auch grün und grün. Das ist ja interessant. Okay, ich würde sagen, ich habe die Schnauze voll. Ich will jetzt wissen, was da drin ist. Das sieht so aus, als könnte man aufmachen. Naja. Ups.
Ups, 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 ups. Nein, 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 nein. So, was drin? Okay, da sind offensichtlich zwei Magnete drin. Gut, ich nehme den unteren mal raus und man merkt, die stoßen sich ab. Das heißt, hier sind zwei gleiche Pole gegenüber. Das heißt, hier sind zwei Magnete drin mit zwei gleichen Polen. Jetzt ist die Frage, okay, wenn ich jetzt meinen Schraubenzieher hier reinstecke, ziehe ich den durch einen Bereich, der ja ein sehr starkes Magnetfeld beinhaltet. Ich glaube, das muss man jetzt mal aufzeichnen. Da habe ich eine sehr schöne Folie. Das ist eine Folie, die, ja, da sind im Prinzip so Eisenspäne drin und wenn ich hier mal einfach so einen stinknormalen Magneten nehme und die hier drauf lege, vielleicht bis zur Seite, dann sieht man hier wunderbar den Magneten. Und da, wo das Magnetfeld gering ist, ist es hell. Und da, wo das Magnetfeld groß ist, ist es halt dunkel. Wenn ich das hier drauf lege, sieht man nochmal sehr schön die beiden Magnete und das hier. Der grüne Strich war ja die Stelle, wo sozusagen zwei aufeinander, wo sozusagen die Mitte von dem Magneten war, wo auf der einen Seite Nord und auf der anderen Seite Südpol war. Wenn ich das hier nochmal drunter lege, na, so, und hier sieht man eigentlich sehr schön. Hier haben wir die beiden Magnete, den oberen, den unteren. Und mal angenommen, wir hätten hier Norden, dann ist hier entsprechend Süden und dann sollten ja zwei gleiche Pole gegenüber sein. Dementsprechend wäre das dann so. Und wenn ich jetzt die Magnetfeldlinien einzeichne, die gehen ja von Nord nach Süd. Das heißt, ich hätte sowas. Ja, hübsch ist was anderes. Und jetzt sehe ich schon, auf was es hinausläuft. Nämlich hier, da drängen sich die Magnetfeldlinien, weil die Magnetfeldlinien, die dürfen sich ja nicht kreuzen, weil es muss ja, die Kraft muss ja eindeutig definiert sein an jedem Punkt. Und dadurch tun sie sich hier notgedrungen drängen, das heißt, hier habe ich ein besonders starkes Magnetfeld. Und wenn ich hier jetzt meinen Schraubenzieher dazwischen habe, malen wir ihn in schwarz, hier, dann würden sich da drin die Elementarmagnete entsprechend ausrichten. Und zwar so, dass die Nordpole hier entsprechend Richtung Südpol beziehungsweise hier Richtung Südpol zeigen. Tja, das macht natürlich, magnetisiert den hier. Auf der anderen Seite, was vielleicht auch ganz interessant ist, wenn ich hergehe und mir hier oben den Bereich angucke, da habe ich ja, hier ist ein Südpol, hier ist ein Nordpol. Das heißt, hier oben der Bereich ist ein relativ schwaches Magnetfeld. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie sieht das hier oben aus? Aber offensichtlich habe ich ja auch hier irgendwie ein schwaches Magnetfeld. Wenn ich den Schraubenzieher jetzt hier nehme und ich stelle mir vor, ich habe den hier oben, und wie gesagt, ein schwaches Magnetfeld, dann kann ich davon ausgehen, dass der so ungefähr diese Art hier durchsetzt ist von dem Magnetfeld. Das heißt,
Es ist schwächer und es hat sozusagen eine andere Richtung. Und das reicht offensichtlich aus, um die Magnetisierung, die ich hier unten vorgenommen habe, sozusagen wieder aufzuheben. Ja, ist eine spannende Geschichte. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Du bist jetzt ein bisschen schlauer geworden. Ich zumindest, bei mir hat es geklappt. Ja, ein Like oder ein Abo wäre ganz nett. Vielleicht auch ein Kommentar und dann bis zum nächsten Mal.